Zukunft noch gut beachtet werden muss. Aber wenn man da so Hand in Hand arbeitet, auf der einen Seite diese Freilaufübungen ausgebunden mit Ausbildezügel oder auch Schlaufzügel und auf der anderen Seite so diese gymnastizierenden Arbeiten, die das Pferd sehr gut unterordnen, wie diese Schenkelarbeit und dann mal beim Reiten immer mal wieder dazu kommen, so ein bisschen die Hand festzustellen, dass die Pferde lernen, dass sie das akzeptieren müssen. Und dann fangen sie automatisch an und lassen mal so allmählich mehr und mehr den Hals fallen, fangen an, im Genick was nachzugeben. So, ups, wie jetzt. Wir sind beide draußen gewesen. Aber wie gesagt, da hat sie so ein bisschen Schwierigkeiten, das fällt ihr nicht so ganz leicht. Was aber kein Grund zur Beunruhigung ist. Und man muss es einfach merken, dass sie so ein bisschen arg wüst auf dem Gebiss rumkaut. Und das könnte alles so ein bisschen gelassener und entspannter sein. Aber nichtsdestotrotz kann man sehen, wie sie allmählich mehr und mehr die Hand akzeptiert, den Hals fallen lässt, im Genick weich wird, das Maul wird ruhiger. Da kommt sie natürlich wieder nach oben, will sich wieder rausheben. Dann lasse ich die Hand wieder unten so ein bisschen einwirken. Das ist kein Ranziehen und Zerren, einfach nur so ein bisschen mit der Hand da sein. Und sobald sie den Hals fallen lässt, geht die Hand wieder weg, so wie jetzt. Und dann wieder sachte rangehen und so immer wieder diesen Wechsel. Gut, dann kommen wir auch zum Ende dieser, glaube ich, fünften Trainingseinheit. Der zweiten mit der Schenkelarbeit. Und diese zweite, jetzt hat sie die Kamera gesehen nach einer halben Stunde. Und ja, man konnte schön sehen, wie sie mitgemacht hat, wie sie gut lernt. Auch jetzt hier, wie sie den Hals fallen lässt, weich wird. Und ho. Ho. Ho ist brav. Okay. Gut. Vielleicht nochmal beim Absitzen so die Hand was stehen lassen und dann relativ flott den Zügel lang lassen. Gut, alles klar, das war schön, hat sehr schön mitgemacht und Ulrike weiß genau, wo es drauf ankommt. Trau dich ruhig hier hin, Ulrike. Beim nächsten Mal bist du dran. Okay, alles klar, einen schönen Abend.